Hey Leute und damit ein herzliches Willkommen zurück bei eurem Tjulfa. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bendy and the Dark Revival. Wir befinden uns in Kapitel 3, The Eternal Machine. Das Kapitel haben wir am Ende der letzten Folge erreicht, deswegen lasst gerne wie immer einen Daumen nach oben da. Abonniert natürlich den Kanal, ich würde mich immer sehr, sehr freuen über den Support, Leute. Und wir kommen jetzt endlich, hoffentlich, weiter in Richtung Fahrstuhl. Einmal wurde uns der Zugriff schon verwehrt, aber mit ein wenig Glück kommen wir jetzt. The machine must endure, and whatever. Nochmal eine Studiotour. Aber wir gucken ja mal kurz. Ja, okay. Sorry. Alter. Yo. Okay, ey, ich weiß auch nicht mehr, was ich da sagen soll. Wir gehen. Oh nein. Doch, hier sind Fahrstühle. Okay. Das ist Wilson, der mit uns redet. Tools. Er hat gesagt, jeder, der sich den Regeln widersetzt, wird sofort zur Grube gebracht. Ich weiß nicht, welche Grube er meint, aber hier ist eine Notiz. Schauen wir mal rein. Wir sind rein und raus wie Ratten. Wir rennen herum, Leute drücken und schubsen sich. So wie der Fahrstuhl funktioniert, glaubt man, dass hier nur 10 Mitarbeiter arbeiten. Jeden Tag ist der Ort hier oder ist der Raum voll mit Leuten, die nach oben wollen. Okay, also Fahrstuhlsystem nicht so nice. Na gut, das ist ja nicht unser Problem. Hier sind jetzt nicht mehr so viele Leute, die damit fahren wollen. Und ich will nur möglichst schnell nach oben. Der Rest ist mir ziemlich egal. Nur ein Stift und ein Traum. Sehr schön. Oh, was kann ich hier kaufen? Oh. Essen. Mit 5 Slugs kann man das Ding hier bedienen. Let's go. Wir hatten ja genug Slugs, also kein Problem für uns. Oh, hier ist nochmal so ein Energy Lock, was wir öffnen können eigentlich einfach. Was ist das für ein Geräusch, Mann? Klingt ein bisschen wie der Tintendämon. Okay, können wir irgendwo hier Energie in das Rohr packen? Also das Ding wieder aufladen? Alter, was ist denn das? Warte, wir schieben das mal hier rüber. Oder wir ziehen es hier in die Richtung halt. Kommt alles aufs Gleiche raus. Hauptsache der Durchgang kommt frei. Okay. Wo geht's jetzt hier? Hier steht überall Exit. Überall geht's in Richtung Fahrstuhl. Boah, das erinnert mich gerade so. Wisst ihr noch bei Alien Isolation? Wenn wir zwischen diesen Türmen von der Station hin und her gefahren sind, mussten wir auch immer runtergehen zu dieser, ja, U-Bahn-Station. Und Alter, er ist da ganz entspannt am Essen. Im Fahrstuhl. Müssen wir den Fahrstuhl bedienen? Ich nehme an, oder? Oh. Doch, er kommt. Er kommt, ich muss mich verstecken. Hier rein, geh hier rein. Schnell. Oh. Aber die Tür zum Fahrstuhl ist zugegangen. Ist er jetzt damit hochgefahren? Das wäre richtig schlecht. Das wäre Turbo-Ass, wenn er jetzt damit hochgefahren ist. Das ist der einzige. Ja, nee, der muss ja noch da sein, der Fahrstuhl, oder? Wir drücken mal hier den Knopf jetzt. Alter, er hat einfach im Fahrstuhl gechillt und hier ganz auf entspannt sich noch einen Snack gegönnt, bevor er hochgefahren ist. Wir fahren endlich hoch, Leute. Wir haben endlich den Fahrstuhl und können endlich nach oben fahren. Ey, tut mir leid für dich, ne? Yo. Ich kann da nichts für. Er ist nicht meine Schuld. Wir fahren endlich nach oben. Aber wie gesagt, ich glaube, oben erwartet uns nichts Gutes, aber das ist erstmal unser Ziel. Es ist erstmal unser Ziel, nach oben zu kommen. Ob das, was uns da erwartet, gut oder schlecht ist, erstmal zweitrangig. Aber wir können auf jeden Fall nicht hier unten bleiben. Hi. Ich höre was. Keeper. Ein Keeper redet. Manuelle Lift Ejection. Manueller Rauswurf. Oh, geht's bergab oder was? Ach, nee. Wo sind wir jetzt? Sag mir nicht, wir sind jetzt noch weiter unten. Oh nein, wir sind. Okay, auf jeden Fall sind wir irgendwo, wo es gar nicht gut ist. Wo sind wir? Wo sind wir jetzt gelandet? Da lag irgendein Zeug rum. Ich hab's gesehen, als wir gefallen sind. Autosave. Wir stehen. Au. Ja, Eiha! Was sind das denn für Ekelfratzen? Hier, zieh mal den. Oh, was muss ich machen? Ey, verzieht euch von mir. Haut ab. Muss ich das? Ah, ich muss das anhauen. Okay. Zack. Und zack. War das alles? Nein, hier ist noch eins.
Noch eins. Hey, war das? Was ist das denn alles hier? Habe ich noch nicht alle aktiviert, oder was? Ach, ich muss die mehrmals hauen sogar. Okay, machen wir das mal. Noch einmal hier. Klack. Und jetzt? Passiert immer noch nichts. Ey. Wie oft muss man die Dinger denn hauen? Alter, wir sind fast dead. Wir sind fast dead. Was passiert jetzt? Nein! Verziehen die sich? Oh! Wer ist er denn? Oh, wie kann ich jetzt... Was muss ich denn jetzt machen? Kann ich hier irgendwas... Nein, ich wollte... Recharge, recharge. Okay. Ist gerecharged. Turbo recharge. Muss ich den Feder mit einen reindrücken? Was ist das hier? Comfort Coffee. Oh, hier kann ich mich einfach voll machen. Perfekt. Muss ich das Vieh irgendwie besiegen? Aber wie? Was machen die Eier hier? Gar nichts. Ah, doch. Nee. Die machen gar nichts. Ich dachte, das tut ihn jetzt vielleicht beißen oder so. Aber tut's nicht. Ja, was ist denn? Oh! Alter! Ey. Wie soll ich das Vieh denn besiegen? Okay, wir haben eine recht hohe Reichweite, merke ich gerade. Okay, chillig. Wir bleiben einfach hier hinterm Pfosten stehen, oder? Das funktioniert nicht. Natürlich nicht. Warum auch? Oh, von was werden wir jetzt? Von diesen ganzen kleinen Ekelbiestern. Hört auf, lass mich in Ruhe. Wo ist der große Otto? Ey, wir haben gleich... Ich habe gleich kein Leben mehr. Weil mich als diese kleinen Biester angreifen. Kann ich mir nochmal einen Kaffee reinziehen da drüben? Wo ist dieser Kaffeeautomat? Wo wir eben dran waren. Hä? Oh, er ist da drüben. Aber wette, man kann ihn nicht mehr benutzen. Wir haben eh fast kein Leben mehr, Leute. Nein, ich kann ihn nicht mehr benutzen. RIP, das war's. Okay, ich habe ihm Schaden gemacht. Zack, nochmal. Let's go. Nochmal. Alter, das ist halt richtig schlimm, weil ich nicht mehr so viel Leben habe. Jetzt kommen wieder die kleinen Viecher. Und dann habe ich den Salat, Leute. Und dann... Nein, nein! Oh! Nein, nein, nein! Die machen wir... Nee! Oh. Ist da noch... Oh, es sind voll viele noch! Oh, aber ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Perfekt. Okay, wie oft muss ich das noch machen? Zack! Knappe Nummer. Und ein Hit. Let's go. Und ein Hit. Let's go. Leute. Mit so einem Herrchenleben haben wir es geschafft. Ey, das war ja mal turbo knapp. Alter, jetzt können wir das hier öffnen. Ey, das war richtig knapp. Da hat nicht viel gefehlt und es wäre vorbei gewesen mit uns. Wir haben es aber hingekriegt. Let's go. 4 shows our true nature. Ja, Angst zeigt unsere wahre Natur. Das stimmt. Gibt's hier was zu essen? Zufällig, ich habe Schluck aufbekommen, Leute. Gibt's hier was? Oh, ein Donut. Perfekt. Noch irgendwas Cooles vielleicht hier drin? Nee. Okay, ich denke, wir müssen hier durch. Das Schloss können wir aufschlagen. Okay. Kann ich hier wieder mit irgendwem sprechen? Kann ich. Hallo? Alice? Ist Alice da? Are you there? Wir sind doch jetzt noch weiter unten, oder? Das sieht aus wie der Keller. Wir sind... Ja, keine Ahnung, wo wir sind. Wir können Alice nicht vertrauen, Leute. Ich sag euch, wie es ist, ne? Wir können Alice auf keinen Fall vertrauen. Es ist nicht richtig, Alice zu vertrauen. Aber uns bleibt halt fast nichts anderes übrig. So, wir können uns hier voll heilen. Perfekt.
Okay, wir wissen nicht, wo wir sind. Ich glaube, wir haben ja eben, als wir im Fahrstuhl waren, hat ja so ein Keeper hat gesagt, yo, ne, hier Fahrstuhlaktivität detected, und die haben uns rausgeschmissen quasi, aber nach unten aus dem Fahrstuhl. Ich glaube, wir sind noch tiefer hier jetzt drin als vorher. Und das ist echt nicht gut. Bendy! Bendy? Hey! Oh. Ich dachte, er hilft uns vielleicht. Aber er hat jetzt Angst vor uns, weil wir ihm das eine Mal aus Versehen wehgetan haben. Gent Emergency Shaft. Sind das wie so Handwerker, Mechaniker oder was, die immer nach dem Rechten gucken, ne? Irgendwie sowas. Wo kommen wir hier hin? Emergency Shaft. Hier ist Alice Angel. Hier sind nochmal Tools. Und hier geht es durch den Notfallschacht noch weiter runter. Leute, alles, was wir wollten, war nach oben zu kommen. Und das Gegenteil ist jetzt passiert. Wir gelangen als weiter runter in die Tiefen des Studios. Joey? Joey Drew? Joey Drew? In the flesh. Was macht der hier unten? Come on up. Let's take a little walk. There's something I want to show you. Er will uns was zeigen. Wir sollen da hochkommen. Hi Joey. There you go. Follow me. Okay. This old place is full of surprises. Ja, mit vielen Sachen gerechnet, aber nicht damit, dass wir Joey hier unten in der Kanalisation finden. Mr. Drew? Joey, please. Joey, what is this place? Gute Frage. Studio, these monsters. Am I dreaming? It's a psycho, Audrey. An ink-stained nightmare, forever stuck on repeat. With just a pencil and a dream, and with a little help from the Gent Corporation, it came into being. Ein Albtraum, der sich immer wiederholt. It exists in parallel with the outside world. But completely removed from the march of time, and like a record played over and over again, it's begun to crumble. Where wir existieren außerhalb von Zeit und Raum. This studio is a monument to choosing the wrong road. Now whether it was built for revenge. Deswegen kann Joey ja auch noch existieren. I don't know. That's my riddle to solve. Deswegen kann er hier drin immer noch lebendig sein. Ja, was wolltest du mir jetzt zeigen, Bruder? Die Tür hier oder was? Ah ja. Someone out there is messing with what's in here. Ja, Wilson. Things have begun to emerge from the puddles. Ja, moin, er wohnt hier einfach. That never came from my pen. The worst ones call themselves keepers. Keepers, haben wir eben gehört. They've taken over the old Gent workshop just beyond the sewers, trying to bring what they call order to this world, freezing the cycle, changing the script. Whatever answers you're looking for, you'll find them there. Wir müssen noch tiefer da rein. Das gibt's doch gar nicht. Was hat er hier? Eine Notiz oder was? Oh, was gibt's hier drin? Battery Pack und Batterien. Perfekt. Und was ist das? Ein paar Cracker. Wir machen Leben voll. Und eine Notiz. Jede gute Geschichte beginnt mit einem Mysterium. Das haben wir doch schon gelesen. Genau die Notiz haben wir schon mal gelesen. Hier sind noch mehr Chips. Schade, dass wir Essen nicht mitnehmen können und uns das unterwegs reinfressen können. Wir können das immer nur vor Ort essen, was echt schlecht ist. Ah ja, moin, er hat hier eine Toilette, er hat hier ein Bett, er hat hier eine kleine Küche. Er lebt hier unten in der Kanalisation. Und wer weiß, wie lange Joey schon hier unten ist, Leute. Weiter geht's. Look, above all, never forget. You're here for a reason. Wir sind hier aus einem Grund? Ja, weil wir Pech gehabt haben. Even when you can't understand it. You made this world. Why can't you fix it? Because I'm not the man. I'm just the memory. Oh, oh krass. Also er hat quasi gesagt, ich bin nicht wirklich Joey, ich bin nur eine Erinnerung. 1901 bis 1971. 70 Jahre ist er alt geworden, der gute Joey. Und lebt als Erinnerung hier drin. Weiter. Krass. Und hat wohl hier noch so ein bisschen so sein Dasein gefristet, mehr oder weniger. Das, was von ihm und seiner selbst übrig war. Wir schreiten weiter voran, Leute.
Wir suchen Antworten und einen Ausweg. Und ihr habt's gehört, die Keeper haben hier unten irgendwo eine Basis. Und dort finden wir Antworten. Verlier niemals die Hoffnung. Wenn du Zweifel hast, ist die Antwort, die du suchst, meistens irgendwo in der Nähe. Wir alle haben Träume, Geister in unserer Vergangenheit. Aber diese Geister können uns den Weg nach vorne zeigen. Schauen wir mal, ob sie uns auch... Bendy! Bendy, come on, bitte! Ach, Bendy. Warum läuft er immer weg? Wir haben ihm einmal aus Versehen... Ja, ein bisschen wehgetan halt. Das war ja nicht mit Absicht. Also... Ich hab's nicht mit Absicht gemacht. Oh, was steht da? Lord Amok Rules steht da drauf. Okay, Leute. Ich weiß ja nicht, ne? Was hier so abgeht mittlerweile. Aber echt krass, wie viel die in das Game reingepackt haben. Es macht so Spaß, das alles hier zu erkunden. Und die Story rauszufinden. Wir packen wieder Strom hier rein. Und wir sammeln weiter Teile, dass wir uns irgendwann noch das Schadens-Upgrade holen können. Da fehlt uns nämlich immer noch gewaltig viel. Was sind das hier? Das sind Teile, ne? Uns fehlen noch 6 Tools und nochmal circa 17 Teile fehlen uns auch nochmal. Das sind doch Teile, ne? Ja, diese Parts, die wir immer finden. Okay. Ich schaue mich hier noch kurz um, bevor ich hier den Hebel ziehe. Und ich denke, der Hebel ist einfach nur hier unten für die Tür. Damit gehen wir dann weiter in die Kanalisation. So, Essen kaufen müssen wir nicht, Leben ist voll. Denn das müssen wir jetzt ja. Weiter rein. In die Kanalisation. Eieiei. Wir nehmen das gerade recht spät abends auf, Leute. Da kommt auch mal ein Gainer raus. Kann man nichts machen. Okay, hier hinten ist nichts mehr. Hier hinten ist nichts mehr. Okay, wir ziehen den Hebel. Und die Tür öffnet sich. Perfekt. Wir gehen runter. Und gehen durch. Tiefer rein in die Kanalisation. Unsicherer Bereich. Bleib tot. Anstatt stay together, bleib tot. Und Lord Amok rules. Das sind jetzt hier unten. Ist das jetzt der Bereich der Keeper? Von diesen Turbo-Viechern? Ich habe gar keinen Bock, Leute. Oh, wir brauchen mehr Schaden. Wir müssen mehr Leben machen. Alles Mögliche müssen wir eigentlich machen, ey. Und es wäre echt cool, wenn wir wieder so ein Powercore oder wie die Dinger heißen finden würden, dass wir wieder Ausdauer oder Leben erhöhen können. Würde ich mich richtig freuen. Oh, hier drüben sind noch ganz viele Spinte. Die machen wir gerade mal noch alle auf. Vielleicht ist da überall nichts drin. Sehr gut. Okay, da unten ist wieder eine Tür, die wir wahrscheinlich öffnen müssen, um noch weiter hier rein zu gelangen. Aber können wir hier... Vielleicht noch irgendwie equipment-technisch irgendwas finden. Noch mehr Tools. Was haben wir hier? Ein Security Lock. Okay. Oh, er kommt. Wie soll ich, wo soll ich mich verstecken? Ich kann mich hier gerade nirgendwo verstecken. Ich kann mich nirgendwo verstecken. Nein! Er hat uns consumed. Tod ist nur der Anfang. Da war nirgendwo ein Versteck. Wo sollte ich mich verstecken, Mann? Also das war ja wohl mal richtig fies, Leute. Warte, wir gehen nochmal jetzt hier drüben rein. Gleicher Ort, gleicher Bereich. Wo hätte ich mich hier verstecken sollen? Ich hoffe, er kommt jetzt nicht nochmal. Aber hier ist nirgendwo ein Versteck. Kann ich... Ach doch, hier hinten wäre ein Spind gewesen. Den habe ich nicht gesehen. Oh Mann, den habe ich wirklich... ja, moin, Bruder. Ey, richtig Glück gehabt. Hier sind noch ein paar Parts. Sehr gut, dankeschön. Okay. Taucht er einfach auf, der Eklige. Was soll denn das? Ist hier auch noch was drin? Nee. Okay, wir gehen mal hier durch. Aha. Lord Amok rules. Krass. Das ist echt, wie das hier alles aussieht. Gent. Das sind die alten Gent-Bereiche. Scheinbar. Wenn ich das richtig verstanden habe. Oh. Ja, ein Stück Fleisch gegessen, was hier einfach rumlag. Ja, wahrscheinlich, oder? Das ist bestimmt gesund. Okay, hier drüben können wir rüber. Hier können wir uns verstecken, falls hart auf hart kommt. Hier sind mehrere Verstecke zum Glück. Das hier können wir öffnen. Security Override. Okay, dann können wir damit wahrscheinlich diese eine Security-Tür auch öffnen. Sie haben diesen großen Tunnel gebaut, um das neue Gent-Building mit Joey Drew Studios zu verbinden. Sie wollen Arbeit und Teile zwischen ihnen hin und her fließen lassen. Ich glaube nicht, dass sie genau wussten, was sie hier wirklich gemacht haben. Also haben die irgendwelche verqueren Sachen hier gebaut. Irgendwelche uncoolen Sachen. Okay, wir öffnen einfach mal das Ding hier, komm.
Wir ruppen das Teil mal auf. Gehen wir mal rein bei Security Overrides. Und schauen wir mal, was wir finden. Hi Leute, ich bin's. Hier ist nochmal so eine Gent-Card. Und jetzt? Was genau öffnen wir jetzt? Was passiert jetzt? Okay. Security Override ist aktiviert. Aber was bringt uns das? Was können wir dann jetzt machen? Wenn... Warte, da lag noch was? Nee, doch nicht. Ah, da drüben können wir jetzt dran, ne? Hier können wir jetzt hin. Overflow, filled, push. Was passiert jetzt? Oh. Das geht leer. Und dann? Was soll ich jetzt machen? Das Ding hier öffnen? Open. Okay. Und was noch? Ist das alles, was ich machen musste? Ich habe keine Ahnung. Hier ist eine Leiter, um wieder rauszuklettern. Jetzt ist da unten so ein Schacht offen. Okay. Und was bringt uns das? Wir müssen noch hier drüben irgendwas machen, oder? Oh, er kommt. Er kommt. Hier rein, hier rein, hier rein. Alter. Da kommt auch echt immer dann, wenn man ihn nicht gebrauchen kann, ne? Wenn man gar keinen Bock hat, dass er auftaucht. Obwohl ich es noch krasser fände, wenn er irgendwie so eine AI hätte. Wie damals das Alien von Alien Isolation. Und... Oh! Wer seid ihr denn? Finger weg! Ja, ja, kein Weg raus. Für euch auch nicht, ihr Pfeifen. Alter, die halten viel aus. Sind das die Keeper? Ich weiß es nicht. Aber da die uns entgegengekommen sind, sind wir ziemlich sicher auf dem richtigen Weg, nehme ich an. Ich meine, haben wir jetzt irgendwie hier drüben auch was? Von da sind wir eben gekommen. Muss ich vielleicht... Hier oben? Oh nee, da komme ich so nicht hin, scheinbar. Safe muss ich irgendwas machen. Oh, warte mal. Ich muss, glaube ich, drüben nochmal den Knopf drücken. Dann läuft das zurück. Das Stück Holz kommt hoch, weil es... Ja, weil es quasi schwimmt. Und dann kann ich von hier darüber. Und dann da den Knopf drücken. Drüben wieder ablassen. Und dann ist hier unten offen. Ich glaube, das ist die Reihenfolge, die wir machen müssen. Das heißt, wir müssen hier drüben nochmal drücken. Und alles wieder zurückfließen lassen. Ist das richtig? Ja, das ist definitiv richtig. Das füllt sich jetzt wieder hier. Und das drüben füllt sich mit, oder? Ja. 100-zementig, Leute. Jetzt können wir uns da rüber teleportieren, sag ich mal. Und wir können das hier jetzt ziehen. Ja. Oh! Boah, ich wäre fast ersoffen. Meine Fertigkeit war noch gar nicht aufgeladen. Tja, das war knapp, Leute. Okay, Moment, ich will auch gerade einmal kurz speichern. Wir speichern gerade einmal kurz, falls jetzt wir nochmal angegriffen werden oder so. Ich wusste es. Ich wusste es. Eigentlich dumm jetzt zu speichern. Weil wenn die mich jetzt wegholen hier, habe ich immer nur den Speicherpunkt. Wir müssen gerade mal kurz gucken, ob wir hier nochmal schnell mehr zu essen finden. Ich glaube, hier oben gab es noch so einen Essensautomaten, oder? Wir gehen gerade mal kurz hier hoch, komm. Oh, hier waren auch noch Parts und hier ist so ein Automat, genau. Komm, mach den mal auf. So, einmal alles voll gegessen, jetzt gehen wir zurück und verdreschen die. Ich wusste, dass welche kommen. Ich wusste es einfach. Ich habe es förmlich gerochen, Leute. Let's go, wir verdreschen die jetzt. Wo seid ihr? Kommt, kommt alle. Zack, 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 zack. Rein da. So, und auch hier rein. Boah, es ist so schwer, die Angriffe von denen zu timen. Die verhalten sich so komisch. Ah, das war gut. Perfekt. Nochmal ein paar Slugs bekommen. Sehr nice. So, jetzt drücken wir hier wieder drauf. Und jetzt können wir drüben durch das... Da sind ja noch mehr jetzt. Aber egal. Wir können hier jetzt durch...
Und können hier wieder hoch. Hier ist noch eine Notiz. In unseren isolierten Wallen. Ich kann schon nicht mehr lesen, Leute. In unseren isolierten Wänden regiert Lord Amok. Das Tropfen unserer... Ich kann es auf Englisch so gut lesen, Leute. Ich kann gerade irgendwie nicht mehr übersetzen. Mein Kopf ist komplett kaputt. Aber um euch den Text kurz zusammenzufassen. Hier steht quasi drinne, hier unten regiert dieser Lord Amok und hat ja halt sein schreckliches Königreich quasi. Aber wer auch immer Lord Amok besiegt, wird danach Herrscher von seinem Königreich. So will es das Gesetz, so will es die Regel. Wer Lord Amok besiegt, nimmt gleichzeitig seinen Thron ein. Das ist sehr cool. Ja, können wir hier unten ein bisschen herrschen. Aber ich weiß ja nicht, wer Lord Amok ist. Mal sehen, ob wir dem überhaupt begegnen. Aber so, wie sich das jetzt anhört, denke ich mal, dass wir ihm definitiv begegnen werden. Aber dieses, wer es tötet, darf es behalten, erinnert mich extrem an Riddick. Wer das kennt, Riddick, Chroniken eines Kriegers und auch den Teil danach. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Teil danach hieß. Aber da geht es ja auch darum, na, bei den Necromongern. Wer es tötet, darf es behalten. Du tötest den Anführer, willkommen neuer Anführer. Und so ähnlich scheint es hier ja auch zu sein. Hier haben wir noch die Butcher Gang am Start. Grüßt euch, Jungs. Schönen guten Tag. Wir kaufen nochmal was. Leben voll machen. Ey, habe ich das gegessen? Ich glaube schon. Okay, was da? Oh, er kommt. Wo kann ich mich verstecken? Hey, ah, hier im Fass. Alter. Aber ich glaube, er kommt wirklich nur, wenn irgendwo ein Versteck in der Nähe ist. Eben habe ich ja gesagt, oh, hier ist gar kein Versteck, aber da war ja eins. Also es ist immer ein Versteck in der Nähe. Der... Ist das Amok? Ist der da in der Mitte, Lord Amok? Behold, ja, ist er. The stranger is upon us. Hallo. Killer. Was? Kill her now. Oh! Warum denn töten? Ey, ihr Pfeifen! Nehmt eure Finger von mir! Oh, jetzt! Jetzt der Lord höchst selbst, Leute. Upp. Alter, er macht übel Damage. Und ich hab nicht so viel... wir haben nicht so viel Leben. Kann ich einfach weiter gegen ihn kämpfen? Alter, wir gehen hier hoch. Ist er jetzt offen? Ja, ich mach noch einmal Leben voll. Pass auf. Zack, zack. Oh, er kommt direkt hier rein! Was soll das denn? Oh. Ja, mach's. Oh. Hail the new Amok. Jetzt. Gehorchen die mir jetzt? Kann ich mich hier hinsetzen? Sehr schön. Ich bin der neue König Amok. I like it. Wir haben das Spiel durchgespielt, finde ich. Wir sind jetzt Herrscher der Kanalisation. Mit lustigen Tinten-Schleimmonstern. Finde ich gut. Finde ich ehrlich gut. Okay, wir haben Lord Amok getötet. Das heißt, rein theoretisch sollten wir jetzt die Kanalisation komplett problemlos passieren können. Weil eigentlich sollte uns jetzt niemand mehr angreifen. Rein technisch gesehen. Was ist das für ein Geräusch? Öffnet sich das hier unten? Ah, das hier unten hat sich geöffnet. Surface Hedge. Wir sollen unser Schicksal akzeptieren. Oder wir werden unser Schicksal akzeptieren. Na, ich denke nicht, mein Lieber. Jedenfalls nicht das, was du denkst. Ausgang zur Straße steht da. Haben wir es geschafft? Ich denke nicht, Leute. Hier können wir nicht zurück. All trains, watch your step. Wir kommen ja jetzt noch nicht hier raus. Ey, einmal das Game hängt zwischendurch. Richtig nervig. Eine Stadt gebaut auf zerstörten Träumen. Bendy! Oh, it's you. Where did you come from? Alter, wir haben eine ganze Stadt. I'm sorry about earlier. I didn't mean to hurt you. And I really don't think you want to hurt me either, right? Wir haben eine ganze Stadt hier, Leute. Let's be friends then, okay? What do you say? Freunde? Mit Bendy? Sehr gut. Oh. Da will Bendy nicht hin. Altes Gent Building, da will er nicht hin. Ein Schritt nach dem anderen. Nur wir beiden?
Okay. Schauen wir mal. Aber Leute, Kapitel 4, Fabrik des Horrors. Wir haben hier draußen eine ganze Stadt, eine Stadt gebaut auf zerstörten Träumen. Und Bendy hat offenbar... Hi! Oh, jetzt sind wir wirklich Freunde, oder was? Ja, sehr gut. Eine Stadt gebaut auf zerstörten Träumen. Und Bendy hat offensichtlich Angst vor dem alten Gent-Building, wo wir aber scheinbar hin müssen, Leute. Aber ich würde sagen, zum alten Gent-Building gehen wir in der nächsten Episode. Wir kommen gut voran. Das Game macht ultra Spaß. Und ich glaube, wir haben noch viel mehr hier drin, als ich dachte. Und wir sind jetzt König. Wir sehen uns in der nächsten Episode, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, damit ihr nichts verpasst von Bendy and the Dark Revival. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und bis dahin.